Wir spielen Weltweit wütend. Weltweit wütend, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Mal ganz kurz hier überholen. Achtung. Habt ihr das gesehen, wie galant ich das nicht geschafft habe? Elegant. Wir spielen Weltweit wütend, ein wirklich tolles Spiel. Ich zeige euch, beziehungsweise ich spiele euch Beschimpfungen in einer euch, soweit ich weiß, nicht bekannten Sprache vor. Echte Beschimpfungen aus echten Sprachen, keine Fantasiesprache, ich habe mir nichts ausgesucht. Da werden Tiraden losgeschimpft, ihr hört euch das an. Ihr müsst auf der Weltkarte einsortieren, wo ihr glaubt, wo diese Beschimpfung herkommt. Ihr loggt ein, wir lösen auf, was das für eine Beschimpfung war und wo sie herkommt. Wer von euch näher am Ziel ist, der bekommt einen Punkt in dieser Runde. Wichtig ist, wir orientieren uns in jedem Land an der Hauptstadt. Das heißt, solltet ihr zufälligerweise beide das richtige Land getippt haben, kommt vor allen Dingen es auch noch darauf an, wer näher an der Hauptstadt gelandet ist. Am Ende entscheiden tatsächlich immer die Distanzkilometer, an denen werden wir sehr deutlich sehen, wer von euch beiden näher am Ursprungsort und der Hauptstadt des Ursprungsortes gelandet ist. Soweit klar? Soweit klar. Ja. Fantastisch. Wir spielen Gewinnbaum, das heißt Runde 1 ein Punkt, Runde 2 zwei und so weiter und so fort. Ich freue mich wahnsinnig. Viele dieser Beschimpfungen, die Sie jetzt hören, bitte, es ist bald Weihnachten, merken Sie sich das. Weil es sind wirklich tolle Sachen. Es ist jetzt nicht einfach nur so stumpfes Geschimpf, es ist richtig kreative, ich möchte sagen Kunst. Und deswegen legen wir auch gleich los. Ich habe die erste malerische Umschreibung für Antipathie hier. Ljubiš mi me hurice od prdeža u kadi. Ich bin jederzeit bereit, euch das gerne nochmal vorzuspielen, wenn ihr das Gefühl habt, ah, ich hatte es fast, aber ich brauche noch... Brauchst du noch mal? Können wir es gerne noch mal hören. Ljubiš mi me hurice od prdeža u kadi. Das könnte sowohl da sein, als auch da. Das ist richtig. Ich habe im ersten Moment gedacht, vielleicht Micky Beisenherz, der darüber schimpft, dass ich vorhin vergessen habe, ihn von dem Kommentatorentisch zu verabschieden und nicht mal Danke gesagt habe. Das ist wirklich my bad. Ne? Also falls Sie jetzt gerade zu Hause noch einen kleinen Moment Aufmerksamkeit übrig haben, der Micky hat es großartig kommentiert und ich habe es einfach nur nicht gemacht. Und vielleicht passt das nächste Schimpfwort auch dazu. Man weiß es nicht. Lass uns überraschen. Hast du was gefunden, Joko? Ja, also... Okay, klarst du auch? Mhm. Okay, wir loggen ein. Wir loggen ein und lösen zuallererst einmal auf. Was hat das denn eigentlich geheißen? Küsse meine Furzblasen in der Badewanne. Das ist so schön. Ich finde das wirklich schön. Schöne das Beleidigung. Habt ihr eventuell eine Idee, wo das herkommt? Wir schauen mal ganz kurz, wo Joko sein Fähnchen gesetzt hat. Ach so. Nee, warte, ich zeig euch erst, wo es herkommt. Weil so rum ist viel schöner. Ist nämlich spannender. Ist im Spieleaufbau so. Bosnien. Es kommt aus Bosnien. Dieses schöne Sprichwort. Und jetzt gucken wir mal, wie nah Joko vielleicht an Bosnien beziehungsweise sogar im Zweifel an der Hauptstadt gelandet ist. Ich glaube es ja eher nicht. Aber wo haben wir denn... Ach, gucke. Fuck. Ist es... Ich kann es nicht so genau erkennen. Bist du in Bosnien gelandet? Das ist ja der Wahnsinn. Also, nee, nicht direkt. Du bist in Bosnien gelandet. Ich höre gerade, das ist wirklich in Bosnien. Wir sehen gleich, wenn Klaas sein Märkchen zeigt, dann sehen wir die Distanzkilometer. Erstmal schauen wir, wo Klaas gelandet ist. Ja, nee, ich bin... Nee? Ah, aber auch nicht. Nicht so wahnsinnig aber weit. Das war tatsächlich meine... Ich war mir nicht so richtig sicher. Es hätte alles Mögliche sein können. Es hätte irgendwie so tschechisch oder so... Gut, war es dann am Ende nicht. Joko hat recht. Und damit den ersten Punkt. Nee, erste Runde, erster Punkt. Von wegen Glück gehabt, wusste ich natürlich. Ein gutes altes bosnisches Sprichwort aus der Badewanne und so weiter. Das zweite für zwei Punkte hören wir jetzt. Bitte? Nochmal, bitte. Hast du? Ich hab. Du auch? Mhm. Wir loggen ein. Und wir lösen erstmal auf, was hat das bedeutet? Ich wünsche dir einen langsamen Tod, aber eine schnelle Fahrt in die Hölle. Na, das ist eine sehr ausführliche Wegbeschreibung ins Ableben. Und wir gucken, wo es herkommt. Aus China. Und das war Mandarin. Es gibt ja viele Sprachen, die in China gesprochen werden. Mandarin war das.
Joko, du hast ja heute Abend schon eine lange Leidensgeschichte mit Mandarinen. Entschuldigen Sie bitte, das war der gute alte Dad-Joke. Da kommen noch mehr. Wo bist du denn gelandet, Klaas? Ja, so knapp daneben. Knapp daneben? Ja. Ah, ja doch. Ja, doch. Bisschen knapp. 1922 Kilometer knapp. Ja, so, Joko, jetzt du. Mandarinen ja oder nein? Oh, nee. Jeez. 200 Kilometer das knapp Unterschied. Nicht so schlecht, gedacht? Herr Winterscheid. Ich dachte, ja, ich war mir so noch nicht mal sicher, schlecht. Ob da Tokio ist oder ob es da unten im Norden ist. Zwei Punkte für die ich Runde. Fand, das klang, 3 zu 0. Das klang irgendwie japanisch. Ja, und ich dachte so, bei China dachte ich, es wäre zu leicht, weil es halt einfach zu leicht zu treffen ist, auch auf der Karte. Mhm. Ja. Naja. Wir machen sie oft zu leicht. Passiert ja manchmal hier bei uns. Wir haben noch eins. 3 Punkte für dieses Sprichwort. Sprichwort, Schimpfwort, Schimpfungstiraden-Ding. Mu, und den da vorne, den. Kurz, knackig, auf die Kauleiste. Vielleicht, ich weiß nicht, was es heißt. Ich weiß, glaube ich. Du weißt, möchtest du nochmal hören? Oder kannst ich habe irgendwie den Eindruck, ich wurde so schon mal beschimpft. Gut, das wundert mich jetzt nicht. Wo wohnst du in Berlin nochmal? Willst du nochmal hören? Ja, ich höre es nochmal. Mu, und den da vorne, den. Ich bin so noch nie beschimpft worden. Aber bei mir schimpfen die Leute meistens auch erst, wenn ich aus dem Raum gehe. Wäre jetzt sonst so unangenehm. Hast du? Nein, ich versuche es hier gerade ein bisschen präziser zu machen. Mach mal präziser. Aber beeil dich. Fertig, wir loggen ein. Und wir hören uns an. Deine Mutter ist dein Vater. Das ist kurz, knackig, auf den Punkt. Und schön, dass du das auch schon mal gehört hast. Freude darüber. Und wo kommt es her? Norwegen. Bitte? Ein norwegischer... Nein, das hast du gewusst. Klaas, wo bist du gelandet? In Indien. Oh, wirklich? Ja, da kommen wir bitte nur. Ja, gut. Moon in der Fahrt, das ist wirklich sehr, sehr weit. Das, darf ich noch einmal hören jetzt? Nur, dass ihr wisst, warum ich da gelandet bin. Einmal hören, bitte. Moon in der Fahrt, den... Ja, naja, komm. Ja, doch, also. Nein, wenn man es jetzt weiß, kann man es raushören. Gebe ich dir recht sogar. Ja, ich meine, das ist ja oft Englisch und so, aber es gibt ja dann schon auch noch viele unterschiedliche Sprachen. Hm. Und es hätte ja sein können. Es hätte sein können, aber es war's nicht. Und wo bist du? Ich bin in Oslo. Wirklich? 3 Kilometer! 3 Kilometer nehmen. Okay. Leute, ich möchte nur ganz kurz sagen, ich war 1000 Jahre, war ich weg. Ja, stimmt. Du warst 1000 Jahre in der Zukunft. Ich habe mein ganzes Konto da oben aufgeladen. Natürlich, ne? mein Konto aufgeladen. Hast du das gemacht, wie bei uns täglich grüßt das Murmeltier? Ich habe mein Konto, mein Guthaben habe ich aufgeladen da oben. Ich habe oben mein Knackskonto im Kopf aufgeladen. Der Giro-Hero hat das Konto voll, Freunde. So, damit steht es 6 zu 0. Jetzt gibt es ja noch Runde 4 und 5. Das heißt, es gibt noch 9 Punkte. Es ist noch alles möglich, Klaas. Es ist noch alles möglich. Ja, scheiße. Vielleicht mit dieser, Beschimpfung. Vielleicht hilft es ja. Das ist das Nächste. Mu, nee, da vorne, den. Ah, das weiß ich. Das kenne ich, Oslo. Das haben wir schon. Achtung, die richtige kommt. Chamo, qui besoin qu'on pral coui de on a desé. Und auch deine ganze Familie. Okay, dann kann ich nochmal hören, bitte? Ja. Chamo, qui besoin qu'on pral coui de on a desé. Im nächsten Schritt müsst ihr es aufschreiben. Wo kommt das her? Zugegeben, das ist wirklich schwer. Das ist wirklich, wirklich schwer. Sag ich, ne? Chamo, qui besoin qu'on pral coui de on a desé. Ich finde auf jeden Fall, die Frau, die das spricht, klingt richtig sauer. Ja, aber es gibt Sprachen, da klingt alles sauer. Das stimmt. Was? Hast du? Klaas? Ja, ich habe okay, jetzt Joko? Einfach mal komm. Ein Wild Guess. Fertig, Ende, eingeloggt. Erst einmal die Übersetzung. Du wirst von 6 hungrigen Kamelen durch die Wüste gejagt werden. Das könnte passen. Ui, das ist interessant, wenn man jetzt... Da braucht man erstmal Kamele und Wüste. Ja, Welt, ne? Aber wenn man jetzt hört wo's, oder sieht, wo es herkommt, ist es tatsächlich spannend, denn es kommt hierher. Es ist haitianisches Kreol. Und da finde ich das mit dem Kamel wirklich interessant. Nicht, dass ich es verstanden hätte und mir so hätte erschließen können. Sind da Kamele? Klaas. Nee, keine Ahnung. Also nee, Moment mal, jetzt mal ernsthaft. Also gibt es da Kamele auf Haiti? Ich vielleicht nicht. Eben nicht. Und genau deswegen ist das da so eine Beschimpfung. Wir müssen mal gucken, wie nah du an Haiti bist. Nicht so nah. Nee, wahrscheinlich nicht. Hätte ich jetzt bin auch. Ungefähr einen Kontinent weiter. Okay, ja gut. Ich jetzt im Chart.
grobe Richtung Afrika, habe ich mal gedacht. Das ist immer lustig. Das ist absurd, weil ich habe auch gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendwo mitten in Afrika setze, dann bin ich sehr nah zu allen Städten. Okay. Ja. Also, habe dann aber gedacht, ich müsste etwas spezifischer werden. Klaas ist im Chat und Joko ist... Näher oder weiter? Ah, tatsächlich näher. Tatsächlich wirklich näher dran. Wo bist du denn da? Was ist das, Senegal? Einfach, oder? Du bist einfach von Benin. Ach so. Das ist Benin. Ah, Senegal ist und wenn Sie ernsthaft glauben, ich hätte das alleine gewusst, dann sind Sie sehr naiv, aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Damit ist das Spiel leider zu Ende, denn Joko hat schon gewonnen. Ja, endlich! Wahnsinn!